Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit Ihnen diese Ausstellung eröffnen dürfen. Ebenso erfreut bin ich, dass Herr Alexander van der Bellen heute anwesend ist. Heute eröffnen wir, wie gesagt, diese Ausstellung über die Ungarische Revolution, die den Versuch zeigt, wie ein Volk sich aufbäumt gegen einen übermächtigen Gegner, nämlich Russland, und dann relativ kurz danach wieder niedergeschlagen wird. An einem strahlend schönen Herbsttag, an einem Dienstag am 23. Oktober 1956 zerbrach zum ersten Mal ein kommunistisches Regime, Statthalter des sowjetischen Kolonialreiches, unter dem Druck eines spontanen, von niemandem geplanten und gelenkten Volksaufstandes. Ihr habt es damals fotografiert. Wie viele Kameras hast du dabei gehabt? Ich nehme an, du hast so eine Leica M3. Ein bisschen Rolle, ja. Aber normalerweise eben Leica. Und wie beurteilst du jetzt die Stimmung in Österreich? Schwer. Wir haben aber doch einen Zeitzeugen hier. Und das ist mir eine große Freude, Ihnen Franz Goes vorstellen zu dürfen. Bitte, Franz. Franz Goes war einer der Ersten, der damals mit Erich Lessing am 28. Oktober, soweit ich weiß, schon nach Budapest kam, um für Parimatsch zu berichten. Ich erlaube mir, noch ein paar Worte in eigener Sache anzufügen, ehe ich den Bundeskanzler ersuchen werde, die Ausstellung zu eröffnen. Wir feiern heute auch 15. Jahrestag von, ist nicht genau Jahrestag, aber das 15. Jahr des Bestehens von Westlicht. Ich bedanke mich bei allen, die da mitgeholfen haben, diese in meinem ehemaligen Fotostudio entstandene Blitzidee eines Kamera- und Fotomuseums zu kreieren. Mein lieber Freund Hans-Peter Kohn, ehemals Leica-CEO, hat damals die Eröffnungsrede gesprochen mit Franz Merlicek, der auch hier ist. Es war 15 Jahre zuvor und wir haben seitdem 100 Ausstellungen, unzählige Veranstaltungen gemacht, fast 1 Million Besucher begrüßt. Und ich denke, das zeigt einfach, wie stark die Fotografie, dieses Medium, das vor 177 Jahren erfunden wurde, nämlich 1839, wir haben die erste Kamera der Welt ausgestellt, was das für Zugkraft hat und besonders bei jungen Leuten. Wir haben ein Durchschnittsalter, wie gesagt, von 25 Jahren und ich denke, dass es auch hoch an der Zeit ist, dass Wien, das ein bisschen unterbelichtet ist, kulturell, was die Fotografie betrifft, auch eine breitere Basis und ein breiteres Haus, ein größeres Haus für die Fotografie bekommt. Ja, sehr geehrter Herr Köln, sehr geehrte Kuratoren, sehr geehrtes Westlicht-Team, das diese Ausstellung möglich gemacht hat, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja so, dass das für mich eine absolute Premiere ist. Es ist das erste Mal, dass ich in meiner Rolle als Bundeskanzler eine Ausstellung eröffnen darf. Normalerweise hat ja der Kulturminister dieses Vergnügen und ich persönlich genieße das Privileg, mir auszusuchen, wenn ich da vielleicht mal ihn vertreten darf. Heute ist es soweit und für mich ist das ein Abend, der zustande gekommen ist, im Wesentlichen aus 5 Gründen, wenn ich das so sagen darf. 2 davon sind reichlich profan, aber Sie entschuldigen, wenn ich jetzt unsere persönliche Beziehung enthülle. Wir haben einfach ein Faible für denselben Stammwirt. Und das verbindet, da sehen wir uns öfter und so kommt man dann nochmal ins Gespräch und wie man sieht, führt diese Art von Geselligkeit auch mal zu was Vernünftigem. Das Zweite ist, dass ich mir heute hier nochmal bewusst geworden bin, meiner eigenen Familiengeschichte, weil mein Großvater ist aus Ungarn. Der ist zwar in den 10er Jahren damals eingewandert und war 1956 schon längst in Österreich assimiliert, aber es ist, wenn man so will, ein Bezugspunkt, der in unserer Familie immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Der dritte Punkt, und das ist mir besonders wichtig, das zu betonen, ist, der Herr Köln hat eine außergewöhnliche Bescheidenheit, wenn er über seine Galerie und sein Projekt hier spricht,
sagt er, eine Hinterhofgalerie. Nun ja, diese Hinterhofgalerie gibt es seit 15 Jahren. Sie haben, habe ich verstanden, 1 Million Besucher mittlerweile hierher gehabt. Das ist eine einzigartige Geschichte und es freut mich ganz besonders, dass Sie den Mut haben, dieses Projekt mit so viel Engagement hier zu betreiben. In dem Sinn möchte ich noch erwähnen, ich habe vergessen, den Herrn van der Bellen explizit zu begrüßen, aber ich habe es nur deshalb getan, weil ich warte darauf, dass Sie endlich einen ordentlichen Titel haben, Herr van der Bellen. Und was mein Punkt ist, und deshalb bin ich wirklich sehr glücklich, dass Sie diese Gegenüberstellung 1956, 2015, 2016 gemacht haben, ist jener, dass ich selbst ja, als das damals am 5. September in Österreich seine richtige Dimension gewonnen hat, damals Chef bei der Bahn gewesen bin und wir haben damals sehr viele Menschen mit der Bahn weiter transportiert an die von Ihnen gewünschten Bestimmungsorte. Und was ich damals erlebt habe, war, ich muss gestehen, ein unfassbares Erlebnis und ich werde das nie vergessen, weil es war, wenn man so will, eine Eruption der Menschlichkeit. Es waren unglaublich viele Menschen, die zu den Bahnhöfen geeilt sind, die in ihrer Freizeit versucht haben, einen Beitrag zu leisten, Müttern geholfen haben, ihre Kinder auf den Bahnsteigen zu finden, Menschen mit Gewand zu versorgen, mit Kleidung zu versorgen, mit Essen zu versorgen. Und es war, wenn man so will, eine Zeit, in der sich unser Land und die Zivilgesellschaft von ihrer allerbesten Seite gezeigt haben. Und an der Schnittstelle kommt jetzt diese Ausstellung ins Spiel, weil ich glaube, dass es einfach wirklich wichtig ist, dass diejenigen Menschen, die ein positives Weltbild haben, die eine Politik wollen, die die Hoffnung nährt, die das Gemeinsame stärkt, die auf der Basis des Verständnisses der Menschenrechte als Handlungsmaxime stehen, dass die nicht schweigen dürfen. Und dass wir die öffentliche Diskussion und den öffentlichen Raum nicht jenen überlassen dürfen, die uns heute einreden, das war alles falsch, das war ein riesiger Fehler und wir müssen Mauern bauen rund um Europa und am besten gleich um Österreich auch noch. Und in dem Sinn möchte ich mich bei Ihnen auch noch einmal für den Abend bedanken und vielleicht zum Schluss noch eine wunderbare Geschichte erzählen. Hier als Ihr Bezirksnachbar und als Stammwirtenteiler. Vielleicht kennen Sie diese großartige Rede von dem Steve Jobs, die in Stanford gehalten hat vor dem Abschlussjahrgang der Studenten dort. Wenn Sie es nicht kennen, kann ich Ihnen empfehlen, schauen Sie es sich heute Abend noch an. Es ist sowas ein bisschen wie mein persönliches Mantra. Es hat eine unglaubliche Intensität, eine riesige Weisheit. Und am Ende dieser Rede beschreibt er folgende Situation. Da gab es ein Wissenschaftsjournal, ich glaube, das hat der Whole Earth Catalog oder so geheißen oder so ähnlich. Und das ist irgendwann in den 70er Jahren eingestellt worden. Und in der allerletzten Ausgabe gab es am Ende, auf der letzten Seite dieses Hefts, eine Fotografie, die eine Straße zeigt, die in einen Horizont mündet und im Horizont verschwindet. Und darunter ist das Lebensmotto dieser Journalisten gestanden und das hat geheißen, stay hungry, stay foolish. Und in dem Sinn, geschätzter Herr Köln, wünsche ich mir, dass Sie noch sehr hungrig bleiben und im besten Sinn sich auch eine gewisse Verrücktheit behalten. Herzlichen Dank. Danke.